In Österreich hat der vierte Lockdown begonnen. Wegen der weiter dramatisch hohen Infektionszahlen und derzeit mehr als 3000 Covid-Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern. Mit mehr als 13.800 Ansteckungen in 24 Stunden wurde ein neuer Montagshöchstwert verzeichnet. Der Lockdown soll bis mindestens 13. Dezember gelten. Viele, die auf ein gutes Weihnachtsgeschäft gehofft hatten, sind enttäuscht. Na gut geht es uns nicht, weil wir haben was anderes geplant. Wir haben diese 6 Wochen schon reingeplant. Das hat viel Spaß gemacht, die Arbeit bis jetzt. Niemand hat gedacht, dass eine Woche lang macht auf die Weihnachtsmarkt. Also das ist ein bisschen traurig für uns und auch empödern. Also gut geht uns nicht. In Salzburg und Linz hatte es auch am Sonntag Proteste gegen die neuen Regeln gegeben. Besonders gegen die Impfpflicht, die ab Februar gelten soll. In Belgien demonstrierten Tausende gegen die Verschärfung der Corona-Regeln. Die 7-Tage-Inzidenz liegt dort bei über 830. Deshalb sollen Homeoffice und Maskenpflicht ausgeweitet werden. In Tschechien beträgt die 7-Tage-Inzidenz an diesem Montag 978 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Corona-Regeln werden auch dort weiter verschärft. In Deutschland soll angesichts der Rekordinzidenz von 386 wohl ab Mittwoch die 3G-Regel in Bussen und Bahnen gelten. Über eine Impfpflicht wie in Österreich wird in Deutschland weiter diskutiert. Vielen Dank.